Hallo, willkommen zur nächsten Session in dem PowerShell-Teil. Wir haben uns in der ersten Session ja darüber unterhalten, wie PowerShell so ein bisschen funktioniert mit der Konsole, wie die aussieht. Im nächsten Teil wollen wir uns jetzt mal einen Blick wagen, zumuten auf die ISE. Da haben wir zwei Möglichkeiten. Ich habe ja vorhin schon mal das PowerShell-Logo hier unten an die Taskleiste angeheftet. Wenn wir dann mit der rechten Maustaste draufgehen, dann sehen wir hier oben, haben wir dann die Möglichkeit, die Konsole zu starten, sagen als Administrator ausführen oder hier nur die Konsole, dann die ISE oder die ISE als Administrator ausführen. Da gehe ich mal drauf. Die ISE ist, wie gesagt, so eine kleine Entwicklungsumgebung. Das ist jetzt nichts Großartiges. Es gibt da noch eine ganze Menge Alternativen, die man sich herunterladen kann, PowerGUI und so weiter. Aber das ist eine Geschichte. PowerShell ist jetzt nicht so extrem komplex. Da braucht man nicht so wahnsinnig viel. Was schon ganz praktisch ist, ich mache das Ding mal ganz groß. Hier auf der rechten Seite haben wir die verschiedenen Befehle. Das ist eine Sache, die finde ich persönlich aber uninteressant. Deshalb blende ich die immer aus. Na komm, weg mit dir. Was aber viel netter ist, wenn wir hier oben mal auf Ansicht gehen, da haben wir dann den Punkt Skriptbereich anzeigen. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, hier oben einen PowerShell-Befehl einzugeben. Und zwar sehen, ich habe die Tab-Taste gedrückt. Wenn ich einfach mal eine neue Geschichte eingebe. Wir haben hier natürlich in der ISE genauso die Möglichkeit, die Befehle zu vervollständigen mit der Tab-Taste wie in der Konsole auch. Was wir hier jetzt noch haben, ist, dass in dem Moment, wo wir einen Befehl eingeben und PowerShell damit irgendwie was anfangen kann, irgendwie eine Ahnung hat, was das wohl werden könnte, dann wird diese IntelliSense aufgemacht und die dazu passenden Befehle werden angezeigt. Man kann es auch erzwingen, wenn dieses Fenster zum Beispiel weg ist. Na, jetzt kommt es wieder. Ich mache das mal weg. So, jetzt ist das Fenster weg. Wenn ich an die Steuerung-Taste drücke und die Leertaste. Steuerung leer. Warum macht er das nicht? Das ist der Vorführeffekt. Dann haben wir hier unsere Liste und mit der Tab-Taste können wir das dann wieder vervollständigen. Irgendwie will er mich heute ärgern. Zum Beispiel mit GetRCL. So, also da werden wir aber auch später noch mit arbeiten und uns das noch ein bisschen genauer ansehen. Da werden wir noch reinkommen. Was wir denn hier unten haben? Ach so, der wesentliche Teil daran ist natürlich, da habe ich jetzt eben gar nicht mehr darauf hingewiesen, hier oben die Befehle, die werden hier eingetragen. Das Ganze wird nicht sofort ausgeführt. Wenn ich das ausführen möchte, da habe ich hier oben ein paar Knöpfe. Und zwar habe ich einmal den Knopf. Damit wird alles ausgeführt, was hier aufgeführt ist. GetACL, Access Control List. Mit Get Command werden einfach nur die Befehle aufgelistet. Man sieht hier mit dem roten Knopf, wenn mir das zu lange dauert, kann ich hier drauf gehen, das Ganze abbrechen. Hier kann ich den ganzen Kram auch speichern. Und wenn ich das dann gespeichert habe, man sieht hier oben, ich habe hier eben das große Dreieck gedrückt. Und wenn ich hier das kleine Dreieck mir mal angucke, dann wird nur das ausgeführt, wo die Zeile ausgeführt, wo der Cursor drin steht. Beziehungsweise es gibt ja auch so. Na, Kombination, da werden wir später noch drauf kommen, aufs Pipen. Wenn wir nochmal ein Get das mache ich vielleicht mal so. So, Get Module zum Beispiel. Das ist auch ein wunderschöner Befehl. Wenn ich den ausführen möchte, kann ich eben in die Zeile gehen, da oben drauf drücken. Und das kann man eben auch nach Pipen mit anderen Modulen, zum Beispiel mit einem nicht Import Alias, sondern das dauert mir zu lange.
mit einem Import-Modul. Auf die Art und Weise kann man sich alle Module anzeigen lassen und die dann automatisch importieren. Jetzt kann es natürlich sein, wenn ich jetzt einfach nur in die Zeile reingehe, wird die komplette Zeile ausgeführt. Wenn ich das jetzt gar nicht will, weil hier zum Beispiel ich das Import-Modul gar nicht ausführen will, sondern ich will vorne nur das Get-Modul machen, dann kann ich das auch markieren. Das heißt, jetzt wird, wenn ich das kleine Dreieck drücke, nur das ausgeführt, was dort markiert ist. Das heißt also wieder mein Get-Module. Okay, aber auch das sind Geschichten, da werden wir uns später noch ein bisschen intensiver mit beschäftigen. Wir haben hier in der ISE dann auch noch verschiedene andere Möglichkeiten. Wir haben hier zum Beispiel auch einen Debugger. Wir können dort Haltepunkte setzen, um umfangreichere Skripte an ganz bestimmten Stellen anhalten zu können und dort dann Variableninhalte ausgeben zu lassen. Aber auch das sind Geschichten, da werden wir uns später noch intensiver mit beschäftigen. Ansonsten können wir hier die Reihenfolge der Fenster beeinflussen, die Reihenfolge der Fenster bestimmen und unter Umständen halt auch den Skriptbereich maximiert anzeigen oder wenn wir das nicht mehr haben wollen, können wir dort die Konsole auch wieder anzeigen. Können wir wieder zur Konsole wechseln und dann können wir wieder beides anzeigen. Okay, ansonsten hier vorne noch der Dateibereich ist, glaube ich, klar. Wenn man hier oben sieht man verschiedene Kartenreiter. Wenn wir zum Beispiel was Neues machen wollen, können wir hier oben neuen Kartenreiter anlegen. Es ist heute ein bisschen nervig. Die Kiste ist so langsam. Ansicht, Skriptbereich anzeigen. Und dann können wir hier verschiedene Sachen nebeneinander bearbeiten, die dann auch unterschiedlich abgespeichert werden können. Ist auch so in dem Moment, wo wir jetzt zum Beispiel eine Datei aufmachen, da wird die dann. Okay. Wird die dann automatisch im neuen Kartenreiter aufgemacht. So, gehen wir nochmal hier oben auf Datei. Was haben wir noch? PowerShell Excel können wir auch direkt starten. Hier unten sehen wir die Liste der letzten Dateien. Das sind immer alles Sachen, die relativ normal sind, die man aus anderen Bereichen auch kennt. Hier nochmal im Bereich Ansicht, wo man die verschiedenen Geschichten sich anzeigen lassen kann. Auch das Skriptbereich, was wir eben gesehen haben, kann man hier auch entsprechend eine Ausblenden-Option. Da gibt es auch eine ganze Menge, was man machen kann. Da kann man zum Beispiel auch die Farben einstellen. Hier sieht man auch im Skriptbereich Vordergrund, Hintergrund. Da können dann auch die verschiedenen Dinge, Befehlsargumente, Kommentare, Gruppenende und so weiter und so weiter mit unterschiedlichen Farben versehen werden. Aber das ist eine relativ heftige Fummelarbeit. Da habe ich persönlich immer darauf verzichtet. Hier unten gibt es noch so Designs, die man auswählen kann, um das ein bisschen zu beeinflussen. Da kann man auch nach Geschmack drin rumpokeln. Wünsche ich viel Spaß damit. Es gibt ja immer wieder Leute, die irgendwie viel Zeit damit verbringen, das einzustellen. Mir persönlich bringt das nicht so wahnsinnig viel. Das spiele ich nicht mehr mit PowerShell. So, dann haben wir hier nochmal allgemeine Einstellungen, so was standardmäßig angezeigt werden soll. Da kann man auch noch ein bisschen was drin machen. Okay, dann hier in den Add-ons, da kann man noch Add-ons herunterladen, Hilfe. Aber wie gesagt, wir werden mit der PowerShell noch relativ viel arbeiten, auch mit der ISE. Und da werden wir dann die Feinheiten auch noch mal ein bisschen näher uns betrachten. So. Mal gucken, was fehlt mir jetzt noch? Okay, so ein bisschen als allgemeiner Rundflug soll das erstmal reichen. Wir werden uns in der nächsten Session dann damit beschäftigen, wie wir an die Befehle rankommen. Okay, bis dann. Ciao.